Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute was ganz, 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 ganz besonders Tolles zeigen. Und ihr seht hier schon, es wird sommerlich. Ja, denn ich möchte euch heute meine Geschenke für die eigentliche Prämienreise nach Maui zeigen. Also was wir da Tolles bekommen haben von Stampin' Up. Und auch, tada, neue Produkte, tatsächlich schon aus dem Herbst-Winter-Katalog. Also das ist echt mega cool. Und ja, ich zeige es euch einfach mal. Ich weiß selber, es ist noch ein bisschen hin und wir freuen uns jetzt alle erstmal auf Sommer. Und die Geschenke, die wir bekommen haben, die sind auch total sommerlich und wirklich wunderschön. Da zeige ich euch gleich alles. Ich starte jetzt einfach mal mit den Produkten und manchmal ist es einfach ganz gut, wenn man die nochmal aus der Nähe sieht. Und die zeige ich euch jetzt einfach. Also es ist noch ein bisschen hin. Aber so ist die Vorfreude vielleicht noch ein bisschen größer. Und ja, also das Tolle ist, wenn man eben so eine Prämienreise bekommt. Das war jetzt eigentlich meine erste. Ich habe das ja vorher noch nie geschafft und wäre auch wirklich total gerne nach Maui geflogen. Aber es hat halt jetzt nicht funktioniert. Aber da ist es wohl so, dass man da jeden Tag ein kleines Geschenklein aufs Bett gelegt bekommt. Und das sind eben diese ganzen wundervollen Sachen und eben ganz viele Produkte auch. Neue Sachen und das ist natürlich mega cool. Ich freue mich da richtig drüber. Und ja, das absolute Highlight für mich, mit dem starte ich jetzt einfach mal, mit dem habe ich auch schon ein bisschen gebastelt. Also ich zeige es euch jetzt dann gleich einfach Stück für Stück. Es sind sehr viele Papiere auch dabei von dem hier. Das ist immer ganz gut, wenn man da schon so einen Eindruck bekommt. Und ja, legen wir einfach mal los mit meinem persönlichen Highlight, weil ich das mir auch selber bestellt hätte. Das ist einmal nämlich diese super schöne neue Stanzform. Wie heißt sie? Kreative Kissenschachtel nennt. Das Ganze sieht dann, wenn man es einmal durchkurbelt, so aus. Ich habe es jetzt hier mal aus einfach aus Espresso durchgekurbelt. Da eine Verpackung gemacht, die ich euch gleich zeige. Aber mit Designerpapier geht es eben genauso gut. Und man kann hier verschiedene Sachen noch nutzen, zusätzlich zu dieser Schachtel. Also man muss das Ganze nur einmal durchkurbeln, dann hat man schon diese tolle vorgefalzte Box. Ich hoffe, ihr könnt die Falzlinien erkennen. Ich habe hier noch so ein kleines Muster mit reingemacht. Das kann man da also noch einsetzen. Man kann einmal so ein löcheriges Muster machen. Das habe ich auf dieser Box gemacht. So sieht es dann aus. Total süß, finde ich. Dann eben dieses mit diesem braunen. Man kann noch Löcher reinmachen, hat verschiedene Etiketten. Und was auch ganz toll ist und was man da auch ganz gut sieht, glaube ich, die hat hier schon so einen bestickten Rand, diese Schachtel. Und diese ist also immer schon schön verziert. Also man muss noch nicht mal unbedingt da innen was reinmachen. Ich habe jetzt hier den Verschluss mit einem Magnet gemacht und einfach ein Band außenrum gemacht. Und dann noch so eine kleine Blüte, die ist auch in dem Set dabei. Die Blüte habe ich ausgestanzt. Das Blatt ist übrigens aus dem künstlerischen Stanzformen, also aus dem Hauptkatalog. Und hier habe ich es, wie gesagt, mit einem kleinen Schleifchen verschlossen, jetzt ohne Magnet aus Designerpapier ausgestanzt. Und ich habe sie jetzt hier auch innen zusammengeklebt. Man müsste das gar nicht unbedingt machen. Man kann die auch einfach so verwenden. Wie gesagt, das sind schöne Anhängerchen dabei, ein schönes Etikett. Diese Blumen finde ich total schön. Und eben noch die zusätzlichen Verzierungen zu der Schachtel. Das ist natürlich mega cool. Und wenn ihr die euch einmal durchkurbelt, sind wie gesagt die Falzlinien schon mal vorgefalzt. Und dann könnt ihr euch die ganz einfach nachfalzen. Ups. Bin jetzt verrutscht. Auch diese seitlichen sind schon dabei. Genau, und dann hat man einfach schon so diese fertige Schachtel. Mit einem Mal durchkurbeln, bisschen nachfalzen und man kann die dann einfach nur mit einem Band verschließen, so könnte man sie komplett aufmachen oder man bringt auf die Rückseite ein bisschen Kleber auf von dieser Kissenschachtel. Also das ist, kann man ganz individuell gestalten. Und ich finde, das ist eine total süße kleine Box, wo man zum Beispiel schön als Gastgeschenk verwenden kann. Und es stand sowieso schon auf meiner Wunschliste. So süß, oder? Also ich freue mich voll. Ich finde die total schön. Noch ganz kurz am Rande. Ich habe dazu auch noch die passende Karte gemacht. Die Kartenanleitung seht ihr noch. Kommt jetzt dann aber.
So als Kombination mit Geschenk und Karte. Ja, kann man da auf jeden Fall was Schönes basteln. Passt super zusammen. Genau. Also um die Karte geht es nicht, die kann ich euch einblenden, aber es dauert noch, bis die online geht. Also. Aber die habe ich schon mal vorgebastelt und da die passende Stanz, also die passende Kiste dazu gemacht. Genau. Also eine super schöne Stanzform. Dann haben wir bekommen eine Prägeform. Das ist auch was für mich total schön. Mit Musiknoten. Das ist auch eine Tiefenprägeform, also eine 3D-Prägeform. Total schön. Eine große Prägeform und das kann man immer super gebrauchen und in den Hintergrund machen und finde ich ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Dann haben wir bekommen ein Band. Ich mache das jetzt mal noch nicht auf, das ist schwarz-weiß. Wie heißt das? Karo-Band einfach. Das kann man über das ganze Jahr verteilt super einsetzen. Farblich passt es überall dazu. Perfekt. Dann ein Stempel. Set, das nennt sich feierlich definiert. Das ist ein Gummistempelset und das ist ganz witzig, wenn man sich das mal so durchliest, was da alles so für Sprüche draufstehen. Weihnachten, die Zeit des Jahres, in der die Präsenz der Familie wichtiger ist als die Präsente der Familie, finde ich zum Beispiel ganz schön. Also kann man auch ganz süße Karten damit gestalten, denke ich. Und was ich auch total witzig finde und was ich mir auch bestellt hätte, ist dieser große Stempel, dieser Zuckerstangen. Stempel, also so ein Hintergrundstempel, so ein ganz großer. Und das ist natürlich perfekt für sämtliche Weihnachtskarten und auch, ja, könnte man vielleicht auch als Kinderkarte hinten mal reinbauen als Hintergrund mit so süßen kleinen Zuckerstangen. Total witzig und freut mich auch sehr. Finde ich auch sehr witzig. Und das nächste ist schon so eine Produktreihe. Also da ist schon ein Stempelset mit Stanzformen und Papier dabei gewesen in dem, das war so ein Dreier-Set. Und genau, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich habe dieses tolle Band noch gar nicht weggemacht. Wir haben hier einmal ein schönes Stempelset. Und jetzt ist es einfach schön, wenn das dann noch so verpackt ist. Also ein Stempelset, das nennt sich Christmas Season. Also das ist natürlich total schön für Herbst und Weihnachten. Und so eine Hintergrundgestaltung könnte ich mir damit auch sehr gut vorstellen. Das ist jetzt ein Gummistempelset. Also auch ein Clear-Stempelset wollte ich sagen, also ein durchsichtiges. Dann kann man das auch alles schön positionieren. Und dazu gibt es passende Stanzformen. Die nennen sich Weihnachtsgrün und Etiketten, was natürlich für mich immer so das sind, Etiketten. Ich kann die immer gebrauchen. Und da finde ich ganz besonders toll, dass man hier zum Beispiel so ein längliches Etikett hat und dass man auch solche kleinen Schlitze da reinmachen kann. Also wenn man sich das zusammen durchkurbelt, dann kann man da auch so Anhänger machen. Könnte da dann ein Band durchziehen, zum Beispiel, wenn man rechts und links eins auf die Karte macht. Und man kann die Schlitze natürlich auch für die anderen Etiketten verwenden. Hat verschiedene Größen und natürlich auch zum Beispiel die Zapfen oder die Blätter zum Ausstanzen dann. Oder auch die Kreise, die gehen dann alle in einer Stanzform raus. Also ein ganz cooles Set. Und dazu gibt es ein passendes Papier. Das ist das hier. Das Papier nennt sich Malerische Weihnacht und hat die Farben Calypso, Chili, Savanne, Espresso, Lodengrün, Gartengrün, Farngrün, Glutrot, Lindgrün und Celadon. Also, das ist mal richtig, beinhaltet mal richtig viel. Und ich zeige euch hier immer die Vorder- und Rückseite. Also, ich habe das schon sortiert. Wie soll ich es machen? Soll ich es besser halten? Oder ich glaube, ich mache es jetzt mal so. Also, hier hat man immer eher so eine ganz dezente Seite und dann wieder eine mit mehr drauf. Das finde ich auch total schön. Das sieht super aus. Dann aber auch die Rückseite ist total schön, so dezent wieder. Das ist auch eine total schöne Seite. Das ist in Lindgrün, das kommt vielleicht jetzt in der Kamera gar nicht so raus mit Weiß. Gefällt mir gut. Hier wieder etwas bunter. Ich finde es immer ganz gut, wenn mir vom Papier mehr eine Seite gefällt. Da muss ich mich nicht immer entscheiden. Hier jetzt mit dem Rot, mit den Rottönen, das finde ich auch total schön, so ein Hintergrund. Ah, das sieht toll aus. Das könnte ich mir super als Weihnachtskartenhintergrund vorstellen. Dann wieder was Blätteriges, könnte man auch schön für den Herbst verwenden oder generell als Hintergrund. Das muss ja jetzt nicht unbedingt Herbst oder weihnachtlich sein. Dann haben wir hier so wunderschöne Zweige wieder. Und das finde ich auch ein ganz cooles Papier. Mit diesen rötlichen Tönen eher.
schön für den Hintergrund. Und die Rückseite ist wieder mit Zweigen. Also das finde ich ein cooles Papier mit auch ganz viel so feinen Seiten. Das gefällt mir ganz gut. Und das passt eben super zu dieser Reihe. Als nächstes Papier habe ich ein Papier, das ist jetzt eher herbstlich, also das heißt auch Herbstwiese. Hat die Farben Hummelgelb, Terrakotta, Savanne, Abendblau und Celadon. Und mit dem habe ich zum Beispiel diese Box gebastelt. Also da habe ich schon ein Papier verwendet für diese Box. Und hier ist es auch so, also das ist jetzt, das würde ich jetzt sehr nach Winter zuordnen, aber die meisten dieser Seiten sind auch herbstlich oder eben tatsächlich mit so Mustern, also fürs ganze Jahr super geeignet. Das hat so mit so ein bisschen hell und dunkel auf dem Papier generell, mit so einem blauen Musterpapier wieder. Auch das ist eher so, dass es hier oben ein bisschen heller ist und hier unten ein bisschen dunkler, also so nicht total gleichmäßig, sondern auch so ein bisschen schattiert. Genau, das ist das Papier, mit dem habe ich eben schon gearbeitet. Das hat einmal so Ehren drauf und auf der Rückseite dieses Muster. Das kann man auch super für den Sommer verwenden, finde ich. Das ist meine absolute Lieblingsseite. Die finde ich total schön, da ist so eine Schrift drauf. Das müsste Celadon sein vom Papier her, von der Farbe. Das ist auch sehr schön. Dann wieder so Blümchenmotiv. Auch sehr dezent. Das ist auch schön, auch so dezent gehalten. Also ich mag das ja immer ganz gern, wenn das nicht so bunt ist, so ein Designerpapier. Finde ich ganz cool. Und auch hier, das sind so, das könnte ich mir auch als Unterwasserwelt ganz gut vorstellen. Das sind so kleine Äste und darunter ist noch ein bisschen Schrift. Vielleicht seht ihr das sogar. Also das sind so Schriftlinien noch. Dann haben wir hier wieder mit Abendblau, mit Blümchen. Eher großflächig und dann wieder was Kleineres, Dezentes. Genau. Also auch ein ganz cooles Papier. Und dann habe ich noch ein letztes Papier, das ist jetzt wieder weihnachtlich. Und es nennt sich Designerpapier Weihnachten im Strumpf. Das ist ganz witzig, ich zeige es euch gleich. Und hat die Farben Schwarz, Hummelgelb, Chili, Zimtbraun, Lodengrün, Olivgrün und Aquamarin. Und ja, da gibt es natürlich dann im Katalog auch eine Produktreihe dazu. Die eine Seite ist immer so diese dezentere Seite. Das ist jetzt mit Aquamarin. Und die andere Seite ist eher so eine Motivseite, sage ich jetzt mal. Also hier ist es noch ein bisschen dezenter mit diesen süßen kleinen Glühbirnen. Das könnte man auch super als Sommerfest verwenden oder so als Sommerparty-Einladung in den Hintergrund. Und dann kommen eben diese ganzen Tiermotive auf der Rückseite immer oder auf der Vorderseite mit Katze und Hund und Goldfisch in diesem Fall. Und dazwischen die Weihnachtskugeln. Kennt man ja, wenn die Mieze um den Baum schleicht und alles aberntet. Und die Rückseiten sind dann immer so neutraler gehalten, also jetzt mit Streifen und einfarbig. Da gibt es ja die passenden Socken dazu, die Strümpfe. Da könnte ich jetzt gerade mal schauen. Da gibt es ja im Hauptkatalog schon so ein Set und jetzt wollte ich mal gucken, ob man die zusammen... Ja, die passen. Müsste... Ja, fast nicht ganz. Schade, passt nicht ganz. Da oben der Strumpf ist ein bisschen anders. Jetzt habe ich mir gedacht, das könnte zusammenpassen mit dem Set aus dem Jahreskatalog. Weihnachtszierde heißen die Stanzformen. Aber das passt nicht ganz an der Ecke. Genau, die Rückseite ist wieder neutral, jetzt mit Sternchen. Aber vom Farbton ist es jetzt, ich glaube in der Kamera wirkt es nicht ganz. Es kommt jetzt sehr dunkelgrün, wie so Waldmoos, glaube ich. So in der Art. Dann Kätzchen und Hund und Vögelchen als Hauptdarsteller. Das ist auch süß für einen Weihnachtsschuh. Hier wieder die Tierchen in den Strümpfen mit Maus oder Hamster. Maus und Hamster. Seht ihr alle? Also da sind ganz schön viele Tiere drauf. Und die Rückseite wieder dezenter mit Muster. Auch schön für den Hintergrund. Das ist auch sehr süß. So ein Golden Retriever. Und eine Miezi und eine kleine Maus, die ein Geschenk bringt. Ja, es ist Geschmackssache, aber das finde ich ganz süß. Also das ist, kann man durchaus mal verwenden. Und dann auf der Rückseite eben wieder neutral. So, hat man wieder ein Papier jetzt mal auf jeden Fall. Ja, für alle Anlässe ganz gut einbauen kann. Das muss ja nicht unbedingt Weihnachten sein, sondern die Hintergründe, die eignen sich ja auch zu verschiedenen anderen Anlässen. Genau, das ist soweit das Papier.
hier. Und jetzt mache ich ein bisschen Platz, weil jetzt gibt es noch Geschenke. Also ich starte mal mit dieser Box. Die Box haben wir schon ein bisschen früher bekommen, also bevor wir dieses große Paket bekommen haben. Einfach als kleines Dankeschön oder als kleine Überraschung. Und da sind eben verschiedene Sachen drin für die Kosmetik, also ein schönes Badesalz, eine Seife, ein Handspray und ein Lippenbalsam oder ein Lippenstift halt für Pflege. Und das kam eben so an, als kleines Päckchen, schon mal so ein bisschen zur Einstimmung auf Hawaii. Das ist schon mal sehr süß. Und dann kam eben jetzt diese riesengroße Kiste. Und da ist jede Menge großes Zeug drin. Also ich gucke mal, ob ich das überhaupt ins Bild bekomme. Den super großen Sonnenhut habt ihr ja schon gesehen. Der ist total witzig mit Maui und der Ananas. Also das ist natürlich perfekt. Kann man dann auch bei uns im Garten oder so anziehen oder am See oder so. Dann haben wir bekommen eine coole Tasche. Und zwar ist das so eine Kühltasche mit Logo natürlich drauf. Die Farbe finde ich super. Und da passt auch einiges rein. Ich weiß nicht, ob ich euch überhaupt das Bild kriege. Ich kann noch ein bisschen rausgehen vielleicht. Ja, also ganz süß gemacht. Ganz praktisch jetzt für den Sommer. Eigentlich echt eine tolle Idee. Und dann habe ich das hier bekommen. Also das ist entweder ist es eine Decke oder ist es ein Handtuch. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ihr seht, ich habe noch das Schleifle dran gelassen. Und ich finde es immer so schön mit diesen Schilderchen auch dran. Also das steht dann auf verschiedenen Sprachen auch drauf. Bedeutung, willkommen. Dies ist eine gängige hawaiianische Begrüßung. Probieren Sie es doch gleich mal aus. Also das lag bestimmt am ersten Tag auf dem Bett. Also ich glaube, das ist eine Decke oder wie gesagt ein Handtuch. Kann man auf jeden Fall jetzt super gebrauchen und ich finde es total schön. Und dann, ich habe noch mehr. Ich habe das jetzt alles in meine Tasche gelegt. Ich zeige euch zuerst mal noch die zweite Tasche. Eine Hawaii-Tasche, total witzig. In dieser Cord-Optik, auch total schön jetzt für den Sommer. Einfach sommerlich, mit einem kleinen Maui-Anhängerchen, auch so Perlmutt drauf. Den lasse ich auf jeden Fall dran. Und auch hier wieder Bedeutung Haus der Sonne. Also der Name, ich könnte ihn ja selber lesen, bevor ich mich da total blamiere. Und dann eben hinten drauf die Bedeutung, was das heißt. Ist total schön. Auch innen finde ich die Farbe wieder super toll. Also ich, mit einer kleinen Tasche zum Baden, mal eben schnell. Wenn man mal eben schnell zum Strand geht, dann nimmt man so eine tolle Tasche mit. Genau. Das finde ich auch witzig. Ein Lichtschutzfaktor 50, eine Creme. Ganz süß gemacht. Kann man ja natürlich jetzt auch gebrauchen bei uns. Also man stimmt sich schon so richtig ein auf Sommer. Das ist schon toll. Das hier fand ich auch sehr witzig. Das ist so eine kleine Box. Und was ist da drin? Löffel, Gabel und Messer. Das heißt, zum Essen ist man gut versorgt. Man kann es wiederverwenden. Also es ist auch gut für die Umwelt. Und fand ich total witzig als Idee für das Picknick mit einpacken. Das ist eine tolle Idee. Als nächstes haben wir noch was Cooles bekommen, was ich noch gar nicht habe und was ich wirklich gut gebrauchen kann eigentlich. Also das finde ich ist eine tolle Idee. Und vor allem, das ist so eine Akkubox, wie sagt man da, mit Solar. Also die lege ich jetzt dann in die Sonne zum Aufladen. Und dann kann ich da mein Handy anschließen, wenn es leer ist, wenn ich unterwegs bin. Powerbank heißt es genau. Also da sind noch die Anschlüsse dabei. Da ist noch mein Kabel drin. Also so ein Karabinerhaken zum Mitnehmen ganz gut. Und das ist natürlich eine super Idee. Könnte man sich dann außen an die Tasche hinhängen und dann durch die Gegend latschen. Nebenbei lädt er sich auf und man kann dann laden, wenn man muss. Also eine coole Idee und auch was für Technikfreaks dabei. Also finde ich ja perfekt. So eine Solar-Powerbank. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Geschenk, da habe ich selber noch gar nicht reingeschaut. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Ich habe erst gedacht, ich mache alles mit euch zusammen auf, aber dann konnte ich es nicht mehr erwarten. Und deswegen, Ahui Ho, steht jetzt hier bis zum nächsten Mal als Abschiedsgeschenk mit diesem wunderschönen Band. Müssen wir mal reinschauen zusammen, oder? Ich glaube, alles andere habe ich euch schon gezeigt. Dann muss ich das jetzt mal aufmachen.
Auch diese ganze Mühe, dass sie da alle diese ganzen Schleifen binden und die Geschenke einpacken. Das ist echt toll. Ich finde das wunderschön. Und ich finde es eben auch total schön, dass wir das mit nach Hause weg, also dass wir das sogar nach Hause geliefert bekommen. Das ist schon was Besonderes. Okay, jetzt gucken wir da mal rein. Hier steht viel in Englisch drauf. Und, oh, wow, eine Kette sogar. Handgemacht. Ui. Die hat noch so ein bisschen so ein was drauf. Ich muss das nachher kurz polieren. Aber das ist ja cool. Eine Kette für Maui. Ja, da hat man schon so ein bisschen Maui-Stimmung zu Hause im Keller. Im kalten Keller. Aber draußen wird es jetzt so schön. Also wir lassen es uns auch bei uns einfach gut gehen. Das freut mich ja, total schön. Also wirklich super schöne Sachen und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht und ihr könnt euch da ein bisschen mit mir mitfreuen. Und ja, vor allem die neuen Produkte sind natürlich für euch auch ganz interessant. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, könnt ihr da schon mal euch ein kleines bisschen ein Bild machen von den süßen Sachen, die es so gibt. Also freut euch auf jeden Fall auf den neuen Katalog. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, das war's von mir. Und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, vielleicht auch eher kreative Bastelvideos, dann abonniert gerne den Kanal. Drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Tschüss, kleiner Nachtrag. Ein Poliertuch ist natürlich auch dabei. Kann ich jetzt gleich mal loslegen mit der Polierung von meiner tollen Kette. Juhu, ich freue mich. Man muss halt schon gescheit in die Sachen reinschauen, gell? Also, tschüssi.